Ja, liebe Sponsoren, liebe Gäste, liebe Eishockey-Fans in den Penalty, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel EC Bad Nauheim gegen die Lausitzer Füchse. Genauso ungewohnt wie die Trikots heute ist es vielleicht, dass ich hier heute stehe. Der Christian Berger, der EC-Pressesprecher, lässt sich entschuldigen. Er ist heute beruflich unterwegs. Zu meiner Rechten der Trainer der Lausitzer Füchse, Dirk Rohrbach, und zu meiner Linken EC-Trainer Frank Carnevale. Herr Rohrbach, wie habt ihr das Spiel gesehen heute? Ja, schönen guten Abend. Dass ich noch angeheuert bin, dass ich denke mal, das ist logisch. Wir haben ja 3 Punkte verschenkt, weil wir nicht bis zu Ende gespielt haben, weil wir dumme Strafminuten gemacht haben und auch versäumt haben, das 3:1 zu machen, wo viele Möglichkeiten waren, auch 1:0 oder 2:1 Option. Und das ist natürlich dreimal bitter dann dementsprechend, wenn ich ohne Punkte nach Hause fahre. Und wenn man chronologisch vorgeht, die ersten 6, 7, 8 Minuten gehörte Bad Nauheim mit sehr, sehr viel Druck. Da haben wir zu kompliziert, wollten wir außen dann einen Drittel spielen. Hat uns Bad Nauheim unter Druck gesetzt und wir leichtfertig auch die Pucks verschenkt. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen und gut, ich sag mal, war ein ausgeglichenes Spiel. Kurz vor Schluss, kurz vor Drittelende, aus einer Bullet-Situation auch das 1:0 genommen. Wo ich sage, auch die Zuordnung hat nicht gestimmt, das Zweikampfverhalten war dementsprechend nicht da. Und aber der zweite Drittel hatte ganz klar uns gehört. Wir haben viele Möglichkeiten, wir haben versucht vorzuchecken, wir haben aber auch schnelle Konter zu fahren, auch dementsprechend schnell aus unserem Drittel zu kommen. Und ich kann mich noch an Erinnerung, wenn Scott King das 3:1 machte oder auch im letzten Drittel, wir 2:1 Situationen mehrmals oder am Pfosten geschossen. Da muss ich kaltschnäuziger sein und muss einfach diese Entscheidung herbei schießen. Und dann natürlich, wie gesagt, kurz vor Schluss oder 10, 8 Minuten vor Schluss eine dumme Strafe hinterm gegnerischen Tor, was natürlich, nicht, das geht nicht. Also, ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Und dann sind wir schon komplett und dann spielen wir noch zu passiv, dann wo ich sage, 5 gegen 5 im Drittel müssen wir aktiv und da kommt der Schuss von der Seite zum Ausgleich. Dann natürlich diese so ärgerliche Strafminute da mit der Spielverzögerung und nicht aufgepasst, lange Ecke frei und 3:2 drin. Dann, wo man nochmal vielleicht eine Chance hat, nächsten Feldspieler zu bringen, nochmal so eine dämliche Strafminute genommen und da war natürlich nicht viel drin. Aber wie gesagt, also das ist dreimal bitter hier, weil ich 3 Punkte verschenkt habe oder wir und wir uns selbst zuzuschreiben haben. Nichts, also kein anderer. Und das ist eben ärgerlich. Und bedauerlich. Und trotzdem Glückwunsch an Frank und dein Team. Wie gesagt, wir haben gefeiert bis zum Schluss, aber schuld waren wir heute alle. Ganz alleine. Danke. Frank, your statement to the Spiel. Now, we know today is a big game. The last time we played Weisswasser, we lost. The same thing when we were Dresden. So we know this is a big weekend. And right now we have lots of confidence. We've won 4 of the last 7, 5 of the last 8. So we have some confidence. We were ready to play at the beginning of the game. We were great in the first 10 minutes. I thought we played fantastic. But their goalie just seems to give us problems. He's a young guy, real good poise. And then we score with 20 seconds left. Dan Ringwald got his first goal on a bully. Which was good. We had some confidence going into the second period. And then I thought we played good. We had a couple of power plays and then 2 goals in 1 minute. It seems like that's what's happening a lot. Then we fall asleep a little bit, and he's right. If they score to make it Dreieins or Viereins, we're in trouble. But Thomas made 3 great saves in the last 5 minutes of the second period. And then I thought in the third period they had 1 chance and we played good. We know we had to score 1 goal to tie it. We would get the second one. So I was very confident with the team tonight. They played good. It's never easy to get 3 points. We're happy to get them. On to Dresden on Saturday. But this league is so tough. And, we read in the newspapers, we read on our website all the time about playoffs. We don't talk about playoffs, right? That's just not our team. We just 1 game at a time. Let's just see where we are after Christmas. But for us, it's just lots of confidence winning like this. And I believe Thomas today, the way he played in the third period, got some confidence. I hope he can carry it on to the next game because we need Thomas. He's our number one goalie. So, thank you. Ja, das ist nur eine kurze Zusammenfassung. Also, er sagt, es war ein großes Spiel. Das letzte Spiel gegen die Lausitzer Füchse verloren. Jetzt sehr viel Selbstvertrauen getankt.
Die beiden Tore im zweiten Drittel haben natürlich so ein bisschen das Genick gebrochen. Im dritten Drittel war er dann wieder sehr zufrieden. Klar, auch bekannt zum ersten Torwart Thomas Ober, sehr gut gehalten, viele Saves gehabt. Es ist eine harte Liga und Weihnachten rum wissen wir ungefähr, wo wir stehen. Welche Fragen gibt es von der Presse? Keine. Joe ist wie immer die Presse. Herr Rohrbach, wie weit haben Sie das mitbekommen? Ich meine, Sie haben das Spielkonzept, ist mir klar, aber Sie haben wahrscheinlich diese Aktion vor dem Spiel schon ein bisschen mitbekommen. Und auch dann jetzt in den letzten 2-3 Minuten, war das der Frust der Fans oder ist das irgendwie, nee, Entschuldigung, dass ein paar Verrückte dann sich da so gehen lassen? Ja, die Frage ist nach den Aktionen vor dem Spiel und auch nach dem Spiel, ob das möglicherweise Frust der Fans ist. Ja gut, ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Vor dem Spiel war schon ein paar irgendwelche Auseinandersetzungen, muss die Polizei da eingreifen und jetzt kurz vor Schluss dann, ja gut, Frust sicherlich, aber das darf trotzdem nicht passieren und da muss man auch cool bleiben und das geht natürlich nicht und dementsprechend müssen die zur Verantwortung gezogen werden, die Fans, und dann distanzieren wir uns natürlich auch von den ganzen Geschichten. Sind das gewisse Gruppierungen? Kennen Sie die Leute, diese Fans? Ich habe gehört, die werden, der lange Feiertag wäre jetzt und so bei euch. Da werden ein paar mitgefahren, die sonst gar nicht mehr. Ich habe mit eure vernünftigen Fans in Anführungsstrichen gesprochen. Die sagen, das sind Leute, die das die schon den Vorsatz angereist sind, sowas zu tun. Okay, es kann sein, ich bin jetzt kein Fanbeauftragter, der jetzt weiß, welche Person hier mitgereist ist. Natürlich ist es uns für uns ärgerlich, weil das ist natürlich ein bisschen Schatten auf unserem Verein. Ganz klar, und dementsprechend distanzieren wir uns auch von solchen Leuten. Fans kann man ja dazu nicht sagen, aber wie gesagt, das ist, darf nicht passieren. Und wer da nur mitgekommen ist, wer das war, kann ich nicht sagen. Ja, nur eine sportliche Frage. Sie hatten ja den Ausfall Ihres größten pfeifischen Drüsenfieber jetzt längere Zeit. Wie lange wird er erstens ungefähr noch ausfallen? Und zweitens, der Vertreter ist ja nach meiner Beobachtung ein sehr starker Mann. Das ist das Falsche. Nein, das ist richtig. Also, Boots wird sicherlich noch 2-3 Wochen ausfallen. Also, er kann kein Leicht mit dem Training anfangen, mit dem Fahrradtraining noch nicht auf dem Eis. Und Dustin hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Darum haben wir auch keine weitere Verpflichtung vorgenommen und das Vertrauen 100% gegeben. Und er bitte uns das auch zurück. Wie gesagt, das ist heute natürlich ärgerlich, aber das war er nicht schuld. Die dumme Strafe haben wir irgendwo anders kassiert im gegnerischen Drittel. Und naja, er hat uns viele Spiele, auch viele Punkte geholt und das war sehr, sehr wichtig. Und also er steigert sich, er ist ehrgeizig und dementsprechend gibt er auch 100% das Vertrauen von uns. Dankeschön, Herr Rohrbach. So, sonst noch Fragen? Ja, Frank, ja, wenn er schon da ist. Frank, wie siehst du die Verletzung von Helms? Wird das noch was vor der Deutschlandpause oder ist das hoffnungslos? Okay, die Frage ist, was ist mit der Verletzung? Gegen? We hope after the break, but we think another 2.5-3 weeks. He wants to play, he's a tough kid. But we don't want to take a chance with him, so maybe another 2 or 3 weeks.